Miss Ostschweiz-Wahl wird präsentiert von Möbel Svoboda. Herzlich willkommen zum dritten Hotspot von Miss Ostschweiz 2014. Für den ersten Recall sind wir wieder zu Gast bei unserem Presenting-Partner, einem Möbel Svoboda. Heute müssen unsere Kandidatinnen nicht nur gut aussehen, sondern auch unserer heutigen Jury eines von diesen wunderschönen Betten verkaufen. Interessiert uns für ein Bett. Könnten Sie uns vielleicht etwas zeigen? Darf man Ihnen etwas zeigen? Jetzt haben Sie irgendwelche Wünsche? Zusätzlich zum Gesamtpaket natürlich auch von der Optik spielt heute spezielle Rolle, wie sich auf die Leute zugehen. Jetzt heute klar ist die Challenge, wie sie uns Beta verkaufen oder schmackhaft machen, wie sie auf unsere Wünsche eingeht. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, wie kann, die Person nachher anstehen, den Sponsor präsentieren oder sonst einen Kunden. Und von dem her ist heute sicher ein gutes Verkaufen wichtig, wie sich sich unterhalten mit Leuten auf sie zugehen. Sie hat gedacht, oh, kann ich das echt? Aber es ist eigentlich relativ gut gegangen. Sie hat es eigentlich recht easy gefunden. Ich habe einfach gesagt, was ich gesehen habe. Und dann habe ich einfach die Informationen spontan gesagt. Ich habe es nicht so schwierig gefunden. Ich habe einfach geredet, was mir gerade in den Sinn gekommen ist. Einfache Aufgabe für die Jury, die jetzt entscheiden muss, welche 18 Kandidatinnen den Sprung in den zweiten Recall geschafft haben. Ich freue mich mega. Danke vielmals für die ganze Unterstützung von allen. Wirklich, ich habe mich mega viel gefreut. Ich muss ehrlich sein, ich war nicht so gut im Voting und habe gedacht, das wird jetzt schwer zum Weiterkommen. Aber dann ist mein Name gerade am Anfang gekommen und dann ist mir ein riesen Stein vom Herzen gefallen und ich hatte so Freude. Das war es vom ersten Recall zur Miss Ostschweiz-Wahl 2014. Es verbleiben also noch 18 Kandidatinnen im Rennen ums Krönli. Wie ihr eure Favoritin unterstützen könnt, seht ihr auf der Facebook-Page von der Miss Ostschweiz-Wahl.